Hallo, da seid ihr ja schon. Ja, ich bin Matthias Göbel. Ich arbeite an der Bergischen Musikschule, bin dort zum einen Bezirksleiter und ich darf die ganze Welt des klassischen Schlagwerks dort unterrichten. Und heute habe ich das Vibraphon mitgebracht. Das ist dieses Instrument. Es ist so ein bisschen die große Schwester vom Glockenspiel. Das kennt ihr vielleicht aus der Schule oder vielleicht sogar von zu Hause. Und das Vibraphon, das hat gegenüber dem kleinen Glockenspiel, was ihr vielleicht kennt, folgende Features, wie man sagt. Wir haben zum einen hier vorne die sogenannten Resonatoren. Das sind also, ja, eigentlich Rohre, so ein bisschen wie bei der Orgel, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und die unterstützen so ein bisschen den Klang. Und dann hat das Vibraphon hier vorne noch so einen ganzen Technikapparat. Deswegen habe ich hier auch so ein Kabel mit Strom. Und in diesem Technikapparat ist ein Keilriemen mit einem Motor und der dreht irgendetwas an, was dann dazu führt, dass hier Lamellen in diesen Resonatoren anfangen, sich zu bewegen und den Ton zu verändern. Ihr könnt euch die Resonatoren zum Beispiel vorstellen, wie so ein Rohr, das kennt ihr von der Küchenrolle, nicht wahr? Und habt ihr bestimmt schon mal gemacht. Man kann einfach mal sehr gut dadurch gucken, ja, so eine Art Fernrohr. Oder aber man kann auch mit der Stimme was machen. Zum Beispiel, wenn ihr ruft, wenn ihr schreit, wenn ihr flüstert und ihr macht das durch dieses Röhrchen, dann wird der Klang lauter, er verändert sich. Und genau das passiert auch vorne mit den Resonatoren. Das heißt, die Platten, wenn ich die spielen würde ohne diese Resonatoren, sind sie zwar schon hörbar, aber die Resonatoren machen es dann doch noch ein bisschen lauter und unterstützen den Klang. Dann, was ich gerade erzählte mit diesem Motor, was da passiert, mit diesen Lamellen, die sozusagen den Klang dann oder diese Luftsäule, man spricht von einer Luftsäule, die sich hier drin sozusagen verstärkt, unterbricht, das bewirkt einen ganz besonderen Effekt. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr euch einfach mal gerade hinstellt und ihr atmet mal auf ein F aus, so. Und ihr macht einfach mal mit einem Zeigefinger nur so oder mit der ganzen Hand. Dann hört ihr, wie der Luftzug, wie das F immer wieder unterbrochen wird. Und genau das machen die Lamellen, macht der Motor in den Resonatoren des Vibraphons. Und wie das klingt, dazu hole ich mir jetzt noch zwei andere Anspielmomente, nämlich Bögen, und spiele euch das mal vor. Hierzu mache ich den Motor an, Kippschalter. Dann habe ich hier noch einen Geschwindigkeitsregler. Wunderbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Platte mit dem Bogen anspiele, dann hört man die ganze Zeit dieses wow, 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 wow. Und die Geschwindigkeit kann ich mit dem Motor auch noch regulieren. Es kann also noch schneller machen. Wenn man das jetzt verbindet, dann kann das zum Beispiel so klingen. Ganz oft wird das in der Filmmusik genutzt, gerade wenn etwas verträumt ist oder wenn etwas sphärisch wird, dann spielen die gerne mal ein Vibraphon. Das klingt dann so. Ich mache das noch einmal. Mehr Motor. So wird es eingesetzt. Eine Sache habe ich gerade noch nicht erwähnt. Hier sieht man ein Pedal. Wenn ich das drücke, geht der Filz runter und die Platte kann frei schwingen. Und erst dann kann ich den Zusatzeffekt des Motors der Lamellen nutzen. So, ich hole euch mal die Resonatoren raus und dann gucken wir uns die mal an und vielleicht
erkennt ihr ja, woran mich das immer erinnert. Vielleicht ein bisschen groß, aber da habe ich es. Vielleicht. Erinnert euch das auch an eine überdimensionale Panflöte. Gut, das war es jetzt erstmal fürs Erste, fürs Vibraphon. Also, wenn ihr wollt, versucht das mal nachzumachen. Einmal mit der Papierrolle, dass ihr wirklich einen Resonator nachempfindet. Also ihr ruft richtig in die Papierrolle rein. Und zum anderen könnt ihr quasi mit der Hand nochmal nachempfinden, wie es ist, eine Lamelle zu sein. Und diesen Effekt typisch fürs Vibraphon nachahmen. Und wenn ihr mal die Chance habt, an einem großen Vibraphon zu stehen, dann stellt euch einfach mal aufs Pedal, nehmt einen hohen Ton, also einen helleren, eine hellere Platte, spielt die an und werdet mit eurem Kopf Resonator und Lamelle. Bis zum nächsten Mal.